Ja, moin zusammen. Ich bin's wieder, der Harm, und heute spiele ich wieder Abduction mit euch. Ja, so, ich bin jetzt gerade wieder zur anderen Seite. Und ich möchte jetzt doch wissen. Hier ist ja noch dieser Weg, der jetzt mir gefallen ist. Jetzt möchte ich wissen, wo kommt man hier raus? Nee, hier bin ich doch rein. Hier sind wir auf der anderen Seite. Aha. Jetzt weiß ich, wo ich hier bin. Das gefällt mir doch alles nicht. Irgendwie hänge ich jetzt fest. Oder ich kenne mich nicht aus. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich festgelaufen. Im Moment weiß ich, fehlt mir die Orientierung. Ich möchte jetzt gerne die Werkstatt wiederfinden. Ich weiß, dass ich da beim Wasserfall durchs Tor kann, aber das muss doch, das hat doch einen anderen Weg auch gegeben. Hier bin ich wieder beim Haus. Das sind die Denkmäler. Ne, ich komme auch nicht weiter. Scheiße, jetzt muss ich tatsächlich wieder zum Wasserfall und das Tor wieder aufmachen. Das will ich doch nicht. Ja, mache ich das mal. Aber ich weiß ja, wie das mittlerweile, glaube ich, meine ich zu wissen, wie das mit dem Öffnen ist. Wie das mit dem Öffnen ist, wie das mit dem Öffnen geht. So, da sind wir wieder. Aber der muss dann nachher wieder zu, damit ich zur anderen Seite komme.
Da ist auch noch ein Aufgang. Wo ging es da denn jetzt noch hin? Da ging es zu dem Tor, glaube ich, ne? Richtig. Genau. Das ist scheiße, wenn man sich immer wieder neu orientieren muss, wenn man das eine Weile nicht gespielt hat. Eigentlich sollte man sowas ja durchziehen und das ein paar Tage in einer Woche durchspielen, aber so viel Zeit habe ich noch nicht. So. Die Garage hier hatte ich ja geöffnet. Und ich bin auch eine hohle Nuss, glaube ich. Oder nee, nee, hier war ich jetzt in den zwei Teilen. Nee, nein, war ich noch nicht. Hier ist der Perversling wieder. Was ist das denn? Mehrzweckattabel für Feline. Da sind Zeichen drauf. Ich will mal auf Fotos gucken. Nee. Spiel fortsetzen. Das ist die Steuertafel, die uns die Feline zur Verfügung gestellt haben. Zwar können sie ihre Symbole per Vokalisierung steuern. Doch damit auch andere Spezies in begrenztem Umfang Zugriff erhalten, haben sie diese Steuertafel bereitgestellt. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Noah. Vergiss nicht, das Zahlensystem vielleicht verwendet die Basis 4. Verbinde die Verdeckung durch Ziehen, um die Ziffern der Feline zu bilden. Ah, so. Verbinde die Verdeckung dadurch ziehen und ziehe eine Linie zwischen den Verdeckungen, um die Verbindung zu lösen. Die Standard-Array besitzt 5 Ziffern. Es werden jedoch auch Tafeln mit nur einer Ziffer verwendet. Verwende nur die erste Ziffer, um eine Tafel mit nur einer Ziffer zu simulieren. 0 bis 3. Bei allen Tafeln werden falsche Einträge automatisch korrigiert. Aha. Moment, jetzt muss ich mir mal einen Zettel nehmen hier. Jetzt wird's interessant. Da. Muss ich mir die aufzeichnen? Ich mach mal, warte mal. 1. 6 Stück. 2. 3. 4. 5. Und 6. Und das mache ich dann eben nochmal. So. So. Hm. So, ich habe mir gerade ein Zettelchen und mal mir die Muster auf. So. Und wie kriegt man die jetzt weg?
irgendwie. So, und das erste war, glaube ich, das. Nein. Nein. So, richtig? Wo ist der blöde Zettel? Das bedeutet 6. Gott. Ich schreibe mir das die Ergebnisse dann mal auf. Dann brauche ich als nächstes von der Mitte und dann einmal um die Ecke. Aha. Oh, warte mal. Das ist auch 6. Der geht nicht weg, oder was? So, so und so. Da kriege ich jetzt aber kein Ergebnis. Aha. Zwei. Ich schreibe da jetzt mal 2 auf, aber dann ist der erste sicher falsch. Der erste war, warte mal, also. Eins. Der mittlere von links ist das. Ja, eins. War das 2? Ist das nächste 3 oder was? Da kommt denn. Ups. Neun. Neun. Geht das nicht weg? Das muss doch weggehen jetzt. Also. Also richtig? 1. Okay, passt immer noch. Alles klar. Und das nächste wäre dann von rechts hoch, hoch und verbinden. Aha. Okay.
Er. Er. Und der. Achtzehn. 1, 2, 9, 18. Was kommt als nächstes? 36? So, den hatten wir. Jetzt, was ist das denn jetzt? Unten die Ecke, oben nach links und unten. Das kann ich mir doch gar nicht merken. Das ist mir zu hoch, ey. Siehst du, ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Unten um die Ecke, oben nach außen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unten die Ecke. So. Vielleicht sollte ich mir das einmal aufschreiben. Unten die Dings, aber da brauche ich auch nicht zeichnen. Das geht auch so hier. Oder auch nicht. Das wird ja auch immer komplizierter. Ja, unten Ecke und oben nach außen weg. Oh Gott, oh Gott. Nee, falsch. Hallo. Hundert. Hundert. So, jetzt wird scheiße. Das muss ich mir jetzt aufzeichnen. Das kann ich mir so doch gar nicht merken, ey. Also. Zock. Und zock. Zack, zack, zack. Zack und zack, das ist viel zu umständlich. Das Zeichnen ist auch scheiße so. Und man kann sich ja so nicht wegdrehen, das geht ja nicht. Alles weg hier. Komm her, geh weg, ey. Diesen ollen Gelee-Mist hier, den kannst du auch vergessen, ey. Wieso funktioniert das jetzt nicht?
Also das gibt's doch nicht. Liegt das jetzt an mir hier oder? Mensch, das ist doch richtig, was ich hier mache. Ja, unten die Ecke. Die will ich ja zuerst machen. Das ist von hier dahin. Hallo. Verdorri, wieso geht das nicht? Also ich verstehe das nicht. Geht doch. Da geht's. Und wenn ich jetzt hier will, geht's nicht. Das ist ja komisch. Da geht's. Hier. Da geht's. Mei, oh mei, was ist los, ey? Mach ich da irgendwas, kann mir mal einer sagen, was ich da falsch mache. So. Oben ist es der eine da. So. Da geht's. Und dahin geht's auch. Na, geh dahin. So. Muss man da die richtige Stelle erwischen oder was? Ach so geht das. 649. Und wozu sind die Zahlen nachher wo gut? Das wird ja interessant. So, ich glaube, ich mache mal unten mit dem Komplizierten weiter. Wenn das mal alles so richtig ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man es loswerden will, dann geht's nicht. Sonst geht's hier ständig, aber. Nein. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Und da jetzt auch weg. So, und da ist noch einer. Nein.
Kann man das irgendwie löschen? Oh, damit mit Enter oder was? Ich weiß auch nicht. So, jetzt nochmal. Das sieht ja nicht besser, ne? Oh, oben das eine muss halt nicht lassen können. Gut, fangen wir oben. Und nach unten, also. Und nach unten. Okay. Erste Ecke. Dann rechts um die Ecke. Aha. Rechts um die Ecke. Rechts um die Ecke. Also, dass Leute sich solche Symbole merken können. Da und dann nach unten. Aha. Das ist ja. Ich kann mir sowas ganz schlecht merken. So und nach unten, ne? Irgendwie was. Und so nach unten, da weg, genau. Oh, ich krieg gleich einen Herzkasper hier. So, den habe ich auch. Und zu spitze und so, das müsste jetzt alles sein. Und da kommt raus. Ja. Passt. Da bin ich jetzt mal gespannt. 1000. Ach, erst auf Clear und dann auf Enter. Ach so. So. Das sind doch scheiß Muster. Links, rechts, links, rechts, rechts. Aha. So. Jetzt sagt mir einer, das ist falsch. Und von der Mitte nach links und nach oben. So. Ja, sieht gut aus.
158. Das ist diese Überlänge, so. Das geht ja gar nicht. So, komm her. So. Ja gut, die Rechnung war schon gut, bloß leider auf der falschen Ecke. Oh mein Gott. Und das eine Symbol wieder, was wir vorhin schon mal hatten. Geh dahin. So. 46. So, einmal die Ecke da und nach. Pf, da brauche ich bloß den Wurmfortsatz da. Warte mal. Nicht? Ja, sieht gut aus. Dreizehn? Ja. Wie runter? Oh. Das hätte ich noch aus. Okay, 2 mal 4 sind 8. Wenn man da jetzt irgendwie das mit 4 mal nehmen würde oder so. Punkt und einmal. Einmal nach außen und der andere nach unten.
Fünf. 1 plus 4 sind 5. 2 mal 4 sind 8. 9 plus 4 sind 13. 4 mal 18, 46? Nee, ne? Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall, wir machen das im nächsten Teil. Dieser Teil ist mir jetzt schon zu lang. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch bitte den nächsten Teil an. Bis dann. Winke. Jetzt habe ich sogar meinen Husten vergessen bei diesem blöden Rumgewurstel hier.